Namaste, schön, dass du da bist. Willkommen in unserer super sanften Yogastunde. Willkommen auch gerne zur schwangeren Yoga. Du brauchst heute ein Yoga-Bolster, so eine Rolle. Wenn du keine hast, dann gerne auch eine Sofadecke oder zwei Sofakissen. Schau mal, dass du das dir bereitlegst. Und dann freue dich auf Entspannung, auf Ruhe, auf Einkehr, auf Gelassenheit. Wir treffen uns im Sitzen auf deiner Yogamatte. Wenn du möchtest, nimm dir gerne dein Kissen oder deine Decke oder auch gerne schon das Bolster und setz dich mal drauf. Und das Polster hinter dich und setz deinen Po einfach drauf. Mach einen Schneidersitz und setz dich ganz aufrecht. Nimm wahr, wie dieses Sitzen auf dieser kleinen Erhöhung dein Becken verändert oder die Stellung deines Beckens verändert. Leg die Hände ganz gelassen auf deine Knie und schließe deine Augen. Atme mal aus. Nimm dich mal in diesem Moment, in diesem Ankommen wahr. Wie geht es dir? Was fühlst du gerade? Wie ist deine Stimmung? Wie geht es deinem Körper? Welche Gedanken sind noch in deinem Kopf? Dann spür hin zu deiner Wirbelsäule, wie aufgerichtet sie sein kann, wie lang sie sich zieht, auch hinten an deinem Nacken, wie sich dein Hinterkopf noch mehr hochschiebt Richtung Decke und deine Schultern sich noch mehr entspannen. Nimm wahr, wie entspannt deine Beine sind. Diese leichte Sitzerhöhung müssen die Bänder bei deinen Leisten nicht so halten. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr loslassen. Nimm wahr, welchen Impuls dir diese Unterlage gibt, ganz gerade zu sein. Deine äußere Haltung in deine innere Haltung zu spiegeln. Deine nächste Ausatmung lässt mal die Hände lösen. Du legst sie einfach so an den Rand deines Polsters oder mit den Fingerspitzen auf den Boden. Und dann lasse dein Kinn mal zur linken Seite nach drüben ziehen. Atme hier ein. Lasse die Nase ganz gerade über die Mitte vorne zur rechten Seite nach drüben. Atme aus. Atme ein, lass die Nase wieder zur anderen Seite. Und atme wieder aus und tausche wieder. Ein paar Mal hin und her. Bleibe in dieser schönen, aufgerichteten Haltung und lasse deinen Kopf von rechts nach links ziehen. Wenn das nächste Mal dein Kopf auf der rechten Seite war, komm wieder zur Mitte.
Lasse dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter ziehen und schiebe deine linke Hand ein Stückchen tiefer. Schieb sie einfach mal so ein bisschen rüber und nach unten. Spüre diese sanfte Dehnung auf deiner linken Halsseite. Und dann bring die Hand wieder auf den Boden, auf das Polster, nimm den Kopf langsam wieder hoch und tausche. Lass das linke Ohr nach links fallen und schiebe mit der rechten Hand ein bisschen nach unten und zur Seite. Leg die Hand wieder ab, lass den Kopf wieder zur Mitte. Entspanne die Schultern. Lass dein Kinn langsam Richtung Brustbein ziehen. Spür mal in deinen Nacken hinein. Und dann lass deinen Blick wieder geradeaus. Schieb dich nochmal in die Länge. Atme mal ein, zieh die Arme hoch über deinen Kopf. Und atme aus, bringe deine Hände ganz langsam zu dir. Nochmal tief einatmen und gut ausatmen. Einmal noch tief einatmen und ausatmen. Leg die Hände nochmal auf deine Beine, schließ nochmal die Augen. Und dann spür nochmal, was sich jetzt verändert hat. Öffne wieder deine Augen. Streck mal langsam ein Bein nach dem anderen aus. Streich mal über deine Schienbeine, über deine Knie, über deine Oberschenkel. Zieh mal die Fußspitzen an, beweg mal die Zehen. Sehr gut. Und dann stütze oder stelle die Füße auf. Rutsche ein bisschen nach vorne auf deiner Unterlage und klemme deine Ellenbogen zwischen deine Knie. Rutsch die Füße so weit raus, wie es geht. Und je weiter nach vorne du rutschst auf deiner Unterlage, desto schöner kann sich der Rücken aufrichten. Bring die Handflächen zusammen, lass die Handgelenke und die Ellenbogen in einer Linie sein und entspanne die Schultern. Hier in Malasana schaffe Raum und Weite für deinen unteren Rücken, für deinen Beckenraum. Spür, wie aufgerichtet du bist. Wenn es schwieriger ist, dann lass einfach die Arme nach außen strecken. Oder halte mit den Händen die Knie und lehne dich ein bisschen zurück. Dann lass die Hände weich werden, lasse den linken Arm nach unten außen schieben und heb sanft den rechten Arm nach oben über dich. Jetzt atme mal in diese Weite deiner rechten Seite hinein. Schau deiner rechten Hand nach und atme in diese Weite der rechten Seite hinein. Ein und wieder aus. Dein rechtes Knie bleibt außen und dein Fuß bleibt stehen. Noch ein tiefer Einatmung. Und dann ausatmen, komm mal zur Mitte zurück. Nimm die andere Seite. Schieb den linken Arm raus, schau der Hand hinterher. Und atme in diese linke Seite hinein. In deine linke Brustseite, in deinen linken Arm. Atme ein und aus. Ganz bewusst. Noch eine An- und Ausatmung und dann lass wieder ein bisschen los. Komm wieder zur Mitte. Schieb dich nochmal in die Höhe. Gerne lege die Hände nochmal aneinander. Und dann löse diese Haltung. Rutsch ein Stück zurück und häng dich mal über deine Knie
einfach nach vorne, unten, so wie es dir möglich ist und lass den Kopf einfach mal los. Und dann richte dich langsam wieder auf, nimm dir Zeit. Richte dich nochmal ganz in die Höhe, halte deine Schienbeine einen Moment fest, entspanne die Schultern. Richte dich ganz lang nach oben auf und dann lass deine beiden Beine nach vorne strecken. Bleib ruhig auf dieser Unterlage sitzen. Ja, mit der Rolle sitzt man ein bisschen höher, man kann aber auch ein Kissen nehmen oder eine Decke. Lass die Beine mal lang ausstrecken und dann hebe deine Arme über deinen Kopf. Spür mal die Länge deines Rückens. Atme tief ein und aus in die Weite deines Brustraums. Probiere tiefer einzuatmen. Länger wieder aus. Tief einatmen und lang wieder aus. Und dann lass mal deinen Oberkörper ein Stückchen nach vorne ziehen. Probiere die Länge des Rückens zu halten und zieh die Fußspitzen an. Wenn das mit den Armen zu anstrengend wird, bring die Hände vor die Mitte. Schieb dein Brustbein vor und verlängere dich. Zieh die Fußspitzen an, mach dich ganz lang in deinem Rücken. Spür die Dehnung deiner Beinrückseite. Und dann schau auf deine Knie, auf deine Schienbeine. Atme weiter ein und wieder aus. Wenn du möchtest, kannst du auch zu deinen Füßen greifen oder die Hände auf den Boden legen. Du kannst auch tiefer tauchen, du kannst auch rund werden. Oder du bleibst einfach einen Moment in deinem langen Rücken und spürst die sanfte Dehnung der Beine. Atme nochmal aus und dann ziehe dich ganz sorgfältig wieder nach oben. Stelle einen Fuß nach dem anderen auf. Lass die Füße nach außen krabbeln und häng dich nochmal nach vorne und nach unten. Dann richte dich langsam wieder auf und wir treffen uns im Vierfüßlerstand für Katze und Kuh. Nimm die Rolle einfach zur Seite für später. Und deine Decke kannst du auch gerne unter deine Knie legen und dann machst du dir ganz bequem in diesem Vierfüßlerstand. Genau. Lass deine Finger gut aufgefächert, ganz gespreizt. Lass deine Schultern weg von deinen Ohren und schau nach unten zur Matte. Deine Knie unterhalb deiner Hüfte. Dein Fußrücken gerne abgelegt. Und dann mach mal deinen Rücken ganz rund. Mach einen schönen Katzenbuckel. Zieh dein Kinn zum Brustbein und spür mal hinten zwischen deine Schulterblätter. Und dann von deinem Beckenraum aus, ganz langsam, schiebst du dich in die Kuhhaltung, bis dein Herzchen wieder nach vorne kommt und der Blick sich leicht hebt. Atme hier mal ein. Und von unteren Beckenraum aus wirst du rund in deinen Katzenbuckel und atmest lange aus. Zum Schluss der Kopf. Atme ein. Und ziehe dich wieder nach vorne in die Länge. Und atme aus, werde vom unteren Rücken her wieder ganz sorgfältig rund. Atme wieder ein und werde wieder ganz lang. Und werde nochmal ganz rund. Bleibe einen Moment in dieser runden Haltung. Atme hier jetzt ein, nach hinten zu deinen Schulterblättern und
Atme aus, lass dich wieder nach vorne in die Länge schieben. Atme ein und werde wieder rund, lass dir Zeit. Das ist die gleiche Übung, ist nur ein anderer Atemrhythmus. Und atme aus, werde lang in deiner Kuhhaltung. Atme nochmal ein, werde wieder ganz rund, lass den Kopf einfach los. Und atme nochmal aus, schiebe dich nach vorne. Sehr gut, bleibe hier. Und dann stell deine Füße hinten auf und setz dich mal in deinen Fersensitz. Zieh mal die Schultern nach hinten und unten. Schließe die Augen und spüre einen Moment nach. Vielleicht spürst du die Zehen, die Fußsohlen. Spür aber auch deinen Beckenraum, die gute Länge, die sich jetzt in deinem unteren Rücken entwickelt hat. Dieser aufrechte Sitz, weite Herzraum und deine Präsenz. Und dann atme aus, öffne wieder die Augen. Lass uns treffen in einem herabschauenden Hund. Du machst dich ganz lang nach vorne auf den Weg und stellst die Füße hinten um, streckst die Beine und machst dich mal ganz lang. Lässt ein Bein nach dem anderen beugen und strecken. Ja, spür mal, wie sich das anfühlt. Und dann mach dich nochmal ganz lang, beug vielleicht mal beide Knie gleichzeitig. Lass den Kopf ganz locker. Und dann schiebe dich mal nach vorne in deine hohe Planke, in deine Liegestütze. Halte einen Moment, auch wenn es anstrengend ist, atme tief. Lass deinen Po oben, drück die Hände in den Boden und dann setz sanft deine Knie wieder ab. Atme aus. Gut gemacht. Und von hier aus, lass mal deinen rechten Fuß ein bisschen nach außen hinten drehen und stell den linken Fuß mal der Länge nach auf. Deine rechte Hand bleibt in Verlängerung deines rechten Knies. Und dein linker Arm zieht mal nach oben zur Decke. Mach dich mal ganz weich und weit auf den Weg nach oben. Atme mal ein und atme aus. Du kannst nach oben schauen oder auch einfach nach unten Richtung Matte. Atme ein und atme aus. Und dann bringe die Hand, die obere, zu deinem Ohr und streck sie mal über deinen Kopf. Genau, mach dich mal ganz lang. Drück die Außenkante des hinteren Fußes in den Boden. Wenn du möchtest, das ist ein bisschen herausfordernder, schaue deiner Hand hinterher. Atme ein und atme aus. Und dann lass die Hand nach unten sinken. Setze wieder auf den Boden und hol das linke Knie wieder herein. Versetz die rechte Hand ein bisschen wieder nach rechts und mach einen runden Rücken, Kinn zum Brustbein, ganz rund werden. Und dann verlängere dich wieder. Für die andere Seite jetzt. Dein linker Fuß dreht sich nach außen. Ja? Ich mache die andere Seite, damit du es besser sehen kannst. Dein linker Fuß dreht sich nach hinten, dein rechtes Bein streckt sich aus. Deine linke Hand bleibt auf dem Boden und deine rechte Hand kommt hoch zur Decke. Mach dich ganz lang. Atme tief ein und wieder aus. Spüre jetzt in diese Seite hinein. Wenn du willst, kreise oben mal dein Handgelenk. Auch andersherum.
Dann halte wieder an. Nimm deine Hand zu deinem Ohr und streck sie weit über deinen Kopf. Schau in deine Handinnenfläche hinein und atme ein und atme aus. Nochmal gut einatmen. Und dann lass den Blick nach unten. Setz die rechte Hand wieder ab. Versetz die linke ein bisschen nach außen. Hol dein Knie wieder ran. Und dann mache den Rücken nochmal ganz rund. Verlängere dich nach vorne. Und setze deine Füße hinten wieder um. Und komme wieder in diesen Zehensitz, in diesen Fersensitz. Und diesmal nimm die Arme mit hoch. Handinnenflächen nach vorne und zieh die Ellenbogen nach außen. Atme ein, bewege deine Schultern und atme aus. Und nochmal tief einatmen und ausatmen. Okay, du kannst gerne in diesem Fersensitz bleiben, wenn es für dich okay ist. Du kannst auch die Fußrücken ablegen. Oder du kommst in einen Schneidersitz oder auf deine Erhöhung, wenn du willst. Bring mal deinen linken Arm hinter deinen Rücken und ziehe mit deiner rechten Hand die Finger noch ein bisschen mit rüber. Genau. Du kannst mit dieser Hand, die jetzt hier rauskommt, deinen Arm halten. Jetzt bleibe einfach einen Moment hier. Ja, vielleicht machst du ein bisschen Hohlkreuz, das ist okay. Du kannst aber auch ein bisschen das Becken aufrichten. Spür mal in einem Moment diesen Arm. Atme ein und atme aus. Und dann lass erst wieder los mit den Fingern. Und dann löse langsam heraus. Kreise mal zurück und tief. Genau. Und dann nimm die andere Hand. Die rechte nach hinten. Zieh sie ein bisschen rüber, krabbel sie herum oder greife einfach deinen Arm, jetzt deinen linken. Schließ gern deine Augen und bleibe einen Moment. Wenn wieder ein bisschen Hohlkreuz ist, richte dein Becken wieder auf und spür einen Moment. Atme ein und atme aus. Dann lass langsam die Finger wieder los, hol die Hand wieder raus und kreise deine Schultern. Gut. Wir kommen in die sitzende Haltung. Befreie deine Zehen langsam wieder. Wenn du gerne wieder auf die Decke oder auf das Kissen möchtest, mach das. Das Polster ist vielleicht jetzt zu hoch. Aber ein Kissen oder eine kleine Decke wären unter deinem Po ideal. Oder du bleibst einfach auf der Matte. Streck mal dein rechtes Bein nach außen und lass den linken Fuß innen am Oberschenkel anlegen. Ganz leicht. Es kann eine weite Grätsche sein, aber du kannst auch eine kleine machen. Überfordere die Oberschenkelinnenseite nicht. Ziehe deine rechte Hand am rechten Bein nach vorne. Und öffne jetzt wieder. Ziehe nach links mit deiner linken Hand hoch. Entspanne beide Schultern. Deine rechte Hand drückt ganz leicht am Unterschenkel den Fuß, das Bein ein bisschen nach hinten. Und du öffnest dich zu deiner linken Seite. Atme ein und atme aus für 5. Atme ein und atme aus für 4. Atme ein und atme aus für 3. Atme ein und atme aus für 2. Atme ein und atme aus für 1. Heb den Arm dann hoch, dreh dich wieder zur Mitte und löse nach unten. Tausche die Beine. Dein linkes Bein nach außen, leg das rechte ein. Lass jetzt die linke Hand nach vorne. Zieh den rechten Ellbogen zurück, beide Schultern weg von den Ohren und dann öffne. Zieh die Hand zurück. Kannst es ganz weit machen, wie du möchtest oder nur ein Stück.
Drück mit deiner linken Hand ein bisschen an deinen Unterschenkel, um so ein Aufspannen zu ermöglichen. Und jetzt atme hier ein und wieder aus. Tief einatmen und ausatmen. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Dann hebt die rechte Hand wieder zur Mitte, dreh dich wieder vor und löse, atme aus. Sehr gut, kreis mal deine Schultern zurück und tief. Löse beide Beine, streck sie mal nach vorne und streich nochmal über deine Füße, über deine Beine drüber. Dann lehne dich zurück, entweder nur mit deinen Händen oder du legst dich auf deine Unterarme. Falle nicht ein mit deinen Schultern, sondern bleibe mit deinem Brustbein oben. Und schaukle deine Knie jetzt einfach ein bisschen hin und her. Bring ein bisschen Raum in die jeweilige langgezogene Rückenseite. Wie so ein Scheibenwischer. Und dann finde wieder die Mitte. Stütze dich ein bisschen mehr auf, nach oben. Wir haben die Hände zurück. Stell die Füße an den Rand der Matte. Hebe dein Brustbein. Ja, du kannst hier bleiben oder du hebst dein Becken für Tisch nach oben. Vielleicht gehst du auch mal ein kleines Stück. Schau, wie es für dich heute gelingt. Atme ein und atme aus. Drei. Lächle. Atme ein und atme aus. Zwei. Atme ein und atme aus. Dann lass dich sanft wieder nach unten sinken und dich über deine Knie einmal nach vorne abhängen. Vor allen Dingen lass den Kopf los. Und dann richte dich wieder auf. So, für unterlagerten Fisch kannst du jetzt entweder deine Sofadecke nehmen und du rollst sie ein bisschen zu einer Wurst zusammen. Dann legst du ein Kissen auf die Matte und entweder eine lang zusammengerollte Sofadecke oder das Polster da oben drauf, dass es eine kleine Rutschbahn gibt. Genau. Vielleicht hast du auch einen Yogaklotz zu Hause, dann hättest du den auch unten drunter legen können. Musst du aber nicht unbedingt holen. Dann rutsch mal dieses Polster ganz nah an deinen Rücken und lege dich mal zurück. Spür mal, ob das für dich gut geht. Vielleicht musst du deine Füße nochmal aufstellen, deinen Po nochmal heben, das alles richtig zurechtrutschen, sodass es für dich gut passt. Deine Arme können einfach rechts und links nach außen unten fallen. Du kannst hier jetzt in Schmetterling gehen. Oder du streckst deine beiden Beine einfach aus, wie es für dich bequemer ist. Du kannst die beiden Füße auch aufgestellt lassen. Vielleicht ist es im ersten Moment ungewohnt. Schließe deine Augen. Du wirst spüren, dass du Stück für Stück mehr loslassen kannst. Vielleicht hast du eine Sofadecke, die jetzt nicht so hoch ist wie mein Polster. Das ist okay. Ist auf jeden Fall mehr, als wenn du jetzt keine Decke drunter hättest. Schieb dich nach oben nochmal, wie als wollten die Rippenbogen noch ein bisschen weiter auseinander. Und dann lass beiden Schulterblättern, beiden Rippenbögen und deinem Bauch los. Lass bis in deinen Beckenraum, bis in die Tiefe hinein los. Und bleibe für einen Moment einfach hier liegen. Atme zu deinem Herzraum hinein ein
Atme in deinen Herzraum auch wieder aus. Du bleibst in deinem Brustraum. Du atmest in deinen Brustraum hinein ein und in deinen Brustraum auch aus. Deine Schultern, deine Arme, deine Hände, alles entspannt. Deine Beine und dein Becken. Alles entspannt. Bleibe noch für 5, 6 Atemzüge hier. Dieser unterlagerte Fisch ist so fein, weil er so viel Freiraum schafft. Für deine Rippen, für deinen Brustraum. Lass nach hinten und nach unten los. Dann atme aus, öffne langsam die Augen, bringe deine Hände zu den Knien und schiebe die Knie zusammen. Es ist manchmal ein bisschen schwer, von hier wieder aufzustehen. Du kannst dich abstützen oder du rollst dich auf eine Seite, heb den Po ein bisschen hoch und roll dich sanft über eine Seite, wieder nach oben zurück. Schön. Geht's euch gut? Fein. So, lasse diese Rolle gerne an das untere Ende deiner Matte legen oder deine Sofadecke. Du kannst das Kissen nachher noch nehmen, um deinen Kopf da abzulegen, oder du legst es zur Seite. Streck nochmal deine Beine ein bisschen aus. Beweg nochmal die Füße. Und für einen kleinen Drehsitz lässt du deinen linken Fuß einfach einklappen und stellst den rechten oben drüber. Wir drehen uns für alle werdenden Mamis heute zur geöffneten Seite. Also es ist dein rechtes Bein über deinem linken. Wenn das untere Einklappen schwer ist, dann lass es gerne ausgestreckt. Dann bring die rechte Hand zu deinem Knie, schieb die linke Hand mal nach oben, mach dich ganz lang. Und dann dreh dich mal nach drüben links, setz die Fingerspitzen hinten ab und bleibe einen Moment. Atme ein und atme aus. Du kannst den Bauch eingezogen lassen, kannst aber auch mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn der Bauch weich bleibt. Dann drehe sanft deinen Kopf wieder nach vorne, bring die Hand wieder mit und dann tausche die Beine. Bring deinen linken Fuß oben drüber, entweder lässt du das Bein ausgestreckt oder du klappst es wieder ein. Mit deiner linken Hand halt das Knie und die rechte Hand zieht nach oben und du drehst dich sanft nach rechts. Setz die Fingerspitzen auf, entspann die Schultern, lass den Blick leicht nach hinten. Atme sanft ein und aus. Und dann drehe sanft wieder deinen Kopf nach vorne und bringe deine Hand wieder vor. Stelle beide Füße nochmal auf. Lass dich nochmal nach vorne und nach unten und schüttel jetzt so richtig deinen Kopf aus. Lass nochmal alles los. Streich mal mit deinen Händen über deinen Nacken oder massier mal. Und dann richte dich langsam wieder nach oben auf. Zeit für Shavasana. Nimm alles, was du brauchst. Es ist immer recht bequem, auch damit das Becken sich richtig satt in die Matte hineinlegen kann, die Rolle unter die Knie zu legen. Wenn du keine Rolle hast, ja, dann leg die Sofadecke oder das Kissen drunter. Oder schau, dass du für nächstes Mal vielleicht ein Bolster dir organisierst. Und dann lege dich zurück.
Vielleicht auf dein bequemes Kissen. Vielleicht magst du auch dich anders hinlegen. Vielleicht brauchst du auch das Kissen heute nicht. Lass den Kopf einfach auf dem Boden. Wenn das Liegen ab der 30. Woche ein bisschen schwierig ist in Rückenlage, dann lege dich in die Seitlage und lege dein eines Knie auf die Rolle obendrauf und streck das andere Bein einfach aus. Und dann schließe deine Augen. Nimm wahr, wie du in diesem Moment zur Ruhe kommst. Nach sanften Bewegungen, bewusster Atmung, löse dich wieder von der Yoga-Praxis. Genieße diese Ruhe und stille Übung. Shavasana, der wohl wichtigste Teil einer Yoga-Praxis, einer Yogastunde, in dem alles zur Ruhe kommen darf. Wo dein Körper stillhält und dein Geist einlädt, auch still zu werden. Wo du dich hingeben kannst, wo du dich regelrecht fallen lassen kannst. Und genießen darfst, was jetzt ist. Schenke dir ein kleines Lächeln und spür mal, ob du so bequem liegst oder ob du noch etwas verändern musst. Dann spüre mal zu deiner Nasenspitze hin. Denk dich mal über deinen Nasenrücken, über die Stirn hoch zu deinem Scheitel. Und von da aus denke dich in deinen Körper bis nach unten zu deinem Becken. Denke dich wieder zur Nasenspitze, über den Nasenrücken, über die Stirn bis zur Mitte deines Scheitels. Und denke dich in deinen Körper hinein bis zu deinem Becken. Über deinen Nasenrücken, deine Stirn bis zu deinem Scheitel und in deinen Körper hinein bis zu deinem Becken. Wiederhole ein paar Mal für dich. Dich noch ein wenig tiefer sinken. Nimm wahr, was dieser Moment Ruhe erschaffen hat. Kehre mit deinen Gedanken wieder zurück. Stell dir den Raum vor, in dem du liegst. Wo sind die Fenster? Wo ist die Tür? Und wo liegst du in diesem Raum? Spürst du deine Atmung?
Fühle den sanften Schwung deines Bauches, den zarten Luftzug an deiner Nase und lasse dich ganz langsam ein bisschen tiefer wieder atmen. Atme aus und löse dich genüsslich von Shavasana. Beginne kleine Bewegungen. Wenn du auf der Seite liegst, streck dich einfach in der Seitlage mal ganz lang. Gähne ruhig mal, seufze. Und dann finde ganz langsam wieder in deine sitzende Haltung nach oben zurück. Setze dich wieder ganz aufrecht, wenn du wieder eine kleine Sitzerhöhung brauchst. Vielleicht ist das Kissen oder die Decke noch in der Nähe. Wie schön. Bring deine Hand mal auf deinen Brustraum und die andere auf deinen Bauchraum. Sei ganz stolz auf dich, dass du die Matte ausgerollt hast. Sei ganz dankbar, dass dein Körper so viel Wunder vollbringt. Freue dich über dein entspanntes Gefühl, das du jetzt in dir trägst. Und ganz langsam öffne wieder die Augen. Atme mal gut ein. Und wieder aus. Gut ein. Und wieder aus. Und nochmal gut ein. Und bring die Hände zur Mitte. Namaste. Vielen Dank für unsere gemeinsame Yoga-Zeit. Wie schön, dass du da bist. Bis ganz bald.